Der Ö3 Austria Top 40 Podcast mit Gustav Götz. Willkommen beim Ö3 Austria Top 40 Podcast und wie immer hier in den Ö3 Studios Heiligenstadt mit einer unglaublichen Präsenz, Herr Martin. Hallo. Wir stehen hier vor unseren Luxusstudios und ich finde es schön, dass ihr jetzt auch einmal wisst, wo wir arbeiten, wo wir täglich eigentlich fast 18 Stunden am Tag verbringen, nämlich in unseren Ö3 Studios Heiligenstadt. Hier direkt hinter der Glasscheibe ist die Kantine, da kann man was trinken gehen und auch sonst ist es hier sehr schön. In der Wertung heute gibt es 4 Neuanstiege und das Problem ist, dass der Martin kein Mikrofon hat. Ja, darum kann er nicht dauernd. Ich wollte vorher noch sagen, dass wir 18 Stunden am Tag hier sein dürfen. Das ist ja schon. Ich muss sagen, das ist ein wichtiger Zusatz, ist für uns eine persönliche Ehre und natürlich jetzt noch größer, dass ihr das auch sehen könnt und nicht nur hören. Auf Platz 40 neu eingestiegen ist eine Band, die am Wiener Donauinselfest spielen wird und zwar heute Freitag. Also für alle, die den Podcast am Freitag runterladen, heute, für alle anderen war es schon. Juli und Zerrissen. Was hat dich so zerrissen? Was hat dich so verletzt? Was hat dich und dein Leben durch dein Herz so zerrissen? Okay, also das war Neuanstieg Nummer 1 in den Ö3 Austria Top 40 und auf Neuanstieg Nummer 2 freue ich mich persönlich schon sehr und auch Herr Martin freut sich enorm. Ich kann mich kaum halten. Wie heißt die Band? Marquez! Da seht ihr, wie gut wir vorhaben. Wie heißt die Band? Marquez. Ja. Ich habe mich aber trotzdem. Marquez müsste man eigentlich sagen. Okay. Ich habe mich trotzdem informiert im Internet auf Wikipedia vor der Sendung. Und Marquez sind nicht jetzt die Edel Prolo Disco Pop Band, wie man eigentlich aus dem Namen irgendwie so als gelernter Ö3 aus der Vorher die Hörer, wenn ich höre Marquez, dann denke ich mir an na bumm. Stimmt aber gar nicht, sondern das ist so eine Gruppe rund um die Jazz-Kantine. Echt? In Deutschland. Also die kommen eher aus dem Jazz-Eck und kommen aus Hannover und haben jetzt einen spanischen Hit aufgenommen. Wenn ihr nur Spanisch könnt. Vayamos compañeros. Steigt ein von 0 auf 32. Vayamos compañeros. Hay una nueva música en la ciudad. Salta, salta. Ja, wir kommen jetzt zum dritten Neuanstieg und dieser Song ist über uns geschrieben worden. Ganz genau. Ihr müsst euch nur jetzt vorstellen, dass ihr das Gesicht nicht sehen könnt und so. Ja. Von einem wundervollen Mann aus Deutschland. Ja. Er ist ja wirklich. Er hat normalerweise so eine Maske mit einem Totenkopf auf. Genau. Er heißt Sido und dürfte wirklich ein sehr, sehr netter und sympathischer Kerl sein. Der wohnt auch in so Luxushäusern wie wir hier in den Ö3 Studios Heiligenstadt. Dem geht's genauso gut wie uns. Auf jeden Fall hat der Schlechtes Vorbild als Single aufgenommen und die steigt ein von 0 auf Platz. Wenn ich das nur wüsste, 30. 30. Ich bin ein schlechtes Vorbild, Heuler, und wer sagt was Schlechtes? Ich passe nicht in dein Konzept, egal, hier geht es prächtig. Und Herr Martin demontiert. Das heißt, das nicht kaputt machen, das Studio. Eine besonders wichtige Studioeinrichtung gefunden. Ich stelle uns das ist unsere Eingangstür. Das ist unsere Eingangstür, die ich jetzt hier dazustelle. Hier im Ö3 Austria Top 40 Podcast geht jetzt ein bisschen der Wind. Ihr werdet es am Rauschen merken. Und wir kommen jetzt zum höchsten Neuanstieg, nämlich Mika. Relax, take it easy. Genau, das ist ein super Lied und wir Europäer, naja, Europäer können wir, Kontinentaleuropäer, sind jetzt erst ein bisschen später dran. Die Briten haben das schon vor knapp einem Jahr im September auf Platz 1 gehabt. Und jetzt wird das nochmal veröffentlicht, wahrscheinlich, weil die Plattenfirma wahrscheinlich noch sich denkt, da ist ein bisschen Geld drinnen. Ist Sommerloch, denen ist Fahrt. Ja, man weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Relax, take it easy, steigt ein von 0 auf 11. Ich finde, das ist ein netter Song. Total nett. Super. In den Top 3 heute eine neue Nummer 1. Das haben wir ganz vergessen vor lauter Aufregung über unser Video. Aber bleiben wir mal bei Platz 3. Mark Medlock, auf Platz 3 gefallen. Genau, machst das immer akustisch, ja? So, optisch. Herr Martin wird das immer optisch. Tu mir das weg. Nein, ich mach das so. 3. Mark Medlock, Now or Never. I believe
it's now or never. Ja, das war nicht die beste Idee. Auf Platz 2 ist die Nummer 1 der letzten Woche, nämlich, das ist ein Schimpfwort übrigens, wenn man das so macht. Okay, so ist es schön, gell? Ja. Das ist so, dürfte man in England, glaube ich, kriegt man Probleme. Pink. Liebe Engländer, Entschuldigung, so meine ich. Genau. Pink, Dear Mr. President, steigt ein, Blödsinn, ist auf Platz 2 in dieser Woche, das heißt um einen Platz schlechter. Und hier ist die Nummer 1 von Ö3. Nummer 1 von Ö3, Rihanna und Jay-Z, endlich. Das ist schön, ja, die war aha, ja, aha. Ella, ja. Aha, aha. Die war in Deutschland schon Nummer 1, in England Nummer 1, in den USA war sie Nummer 1 und jetzt auch hier in Österreich. Und das ist wahrscheinlich ihr größter Erfolg. Rihanna featuring Jay-Z und Umbrella. Das war's vom Podcast. Die Gewinner des Spezialpreises werden natürlich wie immer telefonisch verständigt von uns. Wir wollten doch eigentlich irgendwen vorlesen. Das Auto können wir verlosen, oder? Kannst du mal kurz? Also, der Hauptpreis ist dieses wunderschöne Automobil. Es ist ein Volvo. Und, na, Moment, noch ein besserer Preis. Komm mit. Also wir stehen vor dem Preis des Ö3 Austria oder Party Preisausschreibens. Es ist ein Jaguar und der Erste, der uns ein Mail schreibt, bekommt vielleicht dieses Auto. Top40@oe3.at. Das war's von uns. Herr Martin, machen wir ein Schlussbild. Ja, gerne. Komm zu mir, so. Ja,